Meine Damen und Herren, eine Reportage, die ans Herz geht. Ich als Reporterin habe es mich gewagt, hier ins Condillac. Zu kommen, um einige unserer deutschen Studenten hier, während ihre Schüler aus Deutschland meine Fassung zu begleiten. Hier sehen Sie das Resultat. Doch Achtung, Menschen mit schwachem Herzen sowie kleine Kinder sollten unverzüglich ins Bett geschickt werden. Nun also. Hey, mein Gott. Hier sehen Sie. Meine ehemals Annika in der Konfusion ihres Glaubens. Zur Erklärung zur Zeit des Ramadan. Annika. Annika, was machst du da? Das ist unser Essen. Heute gibt's wieder was. So, Essen, ja? Es ist Abend. Wie, darfst du erst abends essen? Ja, es ist Ramadan. Das heißt, es richtet sich bei uns nach dem Mond. Wir dürfen tagsüber nichts essen. Gar nichts. Und trinken? Auch nichts trinken. Nichts trinken? Nichts trinken. Aber auch nichts essen. Annika, geht's? Leila, entschuldige, Leila. Was sagt deine Familie dazu? Meine Familie, die meldet sich nicht mehr. Nicht mehr? Nein. Kannst du dich überhaupt noch an dein Leben vor dem Condillac erinnern? Mhm. Warst du glücklich vorher? Aber ich finde jetzt eigentlich, am Anfang war es ja schwierig. Es gab ja nichts hier. Aber mittlerweile, da fühlt man sich so wohl. Hier? Ja. Ich habe alles hier, mein Besteck. Oh. Auch mein Sieb habe ich da und mein Topf und mein Teller eben, ne? Ach, man braucht auch nicht mehr so viel im Leben. Damals habe ich immer gedacht, das ist hier alles furchtbar und alles schrecklich. Aber ich muss sagen, man gewöhnt sich das. Schon wieder eines dieser bestialischen Viecher. Die Marmelade kommt weggefallen. Naja, am Anfang hat mich das noch gestört. Aber jetzt. Manchmal denke ich an zu Hause, aber. Nee. Ich fühle mich schon wohl. Mal sehen, was da aus meiner Nachbarin hier, der Lisa, geworden ist. Die ist ein ganz anderes Ende abgedriftet. Wieso, was ist mit dir? Manchmal ein und nimmt ein paar Drogen ein, um das Ganze zu ertragen. Aber ich habe eigentlich schon gefunden, wonach ich gesucht habe. Ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Gehen Sie doch mal rüber. Da gibt's noch was zu sehen. Lassen Sie mich in Frieden. In Frieden.